The ruling party in Germany is the CDU. My personal experience with supporters of the CDU include many anti-Semitic incidents, like the statement, "I want to be the devil in the Jews' hell," or showing the Hitler salute in public. Also, I am aware of an operation to finance an anti-Semitic publication in Eastern Europe by a CDU supporter. I have experienced the promotion of violence by CDU supporters for political reasons as well as to make money. CDU supporters systematically commit tax fraud on a large scale, supported by the CDU-governed administration. I personally know of several cases. Other cases had been published in the media. That my experience with violence being promoted and used by CDU supporters is not an isolated case can be seen from the following recordings found on YouTube. CDU-Mann Knütter lobt die schlagkräftigen jungen Kameraden und propagiert Gewalt mit Leidenschaft. Diese jüngeren Leute werden sich, wie Jüngere das tun können, mit persönlichem, mit körperlichem Einsatz für die Durchsetzung der politischen Ziele einsetzen, und das ist gut, das ist hervorragend. Die Älteren können aber auch etwas tun. Man wird auch den hier Anwesenden aufgrund des Alters wohl kaum zumuten können, sich an Saalschlachten und Straßenkämpfen zu beteiligen. Aber was sie tun können, ist natürlich Geld sammeln, Aktionen ermöglichen. An interesting question is, where CDU members violently and openly fight for their party or ideology? The answer is, they are fighting secretly. They are beating up opponents, even in public, under a false flag. Sometimes their victims even end up in court and are being convicted, despite the police, the prosecutor and the judge being aware of the truth. And of course, this promotion of violence refers to the infiltration of movements. This is done by the administration and their secret services, but then you need people for short-term or single-action operations. For example, to artificially create a violent situation, to give the police fake pretense, to dissolve a demonstration or a meeting, or to arrest innocent bystanders being blamed to have thrown the stones. This is obviously the sort of violence Professor Knütter is promoting. Even then, Chancellor Helmut Kohl was not able to hold back his violent reaction when assaulted in 1991. He did not leave the case to the police, but went ballistic himself. Die schlechte Nachricht war, dass er bei der Ankunft in Halle von einem Regen aus Eiern, Tomaten und Farbbeuteln empfangen wurde. Der Kanzler lässt sich auch von seinen Sicherheitsbeamten nicht wegreißen. Erst schüttelt er Hände. Von uniformierter Polizei ist nichts zu sehen. Dann geht er unvermittelt auf einen der Demonstranten los. Miserabel, nennt Helmut Kohl hinterher, verärgert die Sicherheitslage. Den Innenminister müsse man fragen, wie er so etwas zulassen könne. Now let's see what supporters of the CDU have to say in public. Was halten Sie denn davon, dass die Ausländer dann abgeschoben werden sollen, wenn sie scheiß Deutscher sagen? Wenn ihr irgendwas, dann verschwinden die hier. Ich muss mich, wenn ich woanders bin, aufhügen. Und das, was sie die alle erlauben hier, das ist nicht rechtens. Also wenn ihr irgendwie weg, sofort. Ohne langes Fackeln hier. Gehören Ihnen ein schönes Arbeitslager immer gesteckt? Oder wir haben in den Wäldern haben wir Arbeit noch und nöcher. Also muss doch einer sagen, Jungs, passt mal auf, wenn ihr nicht hört, kriegt das auf den Löffel. Wäre ich voll dafür. We have to keep in mind that these supporters of the CDU are not referring to the defense against violent attacks. They are promoting violence to be used against peaceful political opponents. To silence them.